Hallo ihr Lieben, heute gibt es einen Sommerlook. Ich nenne ihn mal Watermelon Glowy Look, weil mich diese Lippenstiftfarbe an Wassermelone erinnert. Und außerdem habe ich diesen Blush benutzt, diesen Million Dollar Baby Blush von L'Oreal. Und ich habe ein altes Schätzchen wieder rausgekramt. Das ist Bonjour Sunshine, ein flüssiger Bronzer vom letzten Jahr. Und habe den gemischt mit einer Foundation, die momentan ein bisschen zu hell ist für mich. Vielleicht habt ihr auch sowas zu Hause, eine hellere Foundation. Das könnt ihr wunderbar mischen mit einem Bronzer, also mit einem flüssigen. Das macht sich natürlich besser als mit einem buttrigen, geht das schlecht. Ja, also. So, dann beginne ich jetzt mal mit dem Look. Und zwar benutze ich eine Foundation, die ist eigentlich ein bisschen hell für mich jetzt, aber ich möchte mir keine dunklere kaufen. Und ihr habt vielleicht auch eine hellere Foundation zu Hause und überlegt, ach, jetzt bin ich so ein bisschen gebräunt und die Foundation ist zu hell, da gibt es Abhilfe. Man kann zum Beispiel die Foundation mischen mit einem flüssigen Bronzer. Dieser flüssige Bronzer ist vom letzten Jahr, Bonjour Sunshine von L'Oreal, und das versuche ich jetzt mal zu mischen. Das ist jetzt alles ein Versuch, so ein sommerliches Tages-Make-up als allererstes, um die Haut so ein bisschen aufzupolstern und ihr ein bisschen Frische zu geben, benutze ich, ihr kennt es schon, ihr habt es auch teilweise bestellt, dieses Illuminating Oil Soul von Dalton. Das ist, es nennt sich zwar Öl, aber es ist ein Anti-Aging, würde ich sagen, Konzentrat. Es ist nicht ein Öl, wie man das so kennt, im herkömmlichen Sinne, dass es schwer auf der Haut liegt. Es ist sehr erfrischend, es duftet nach Frangipani-Blüten. Es ist sehr schön geschmeidig. Könnt ihr bis unter die Augen hier aufgeben. Ganz zart. Das ist dieses Vita Lumière Aqua von Chanel. Farbe 20 Beige. Ihr seht, das ist zu hell. Ja? Für meinen derzeitigen Hautton. Und jetzt benutze ich, ich könnte irgendeinen flüssigen, also es müsste schon ein flüssiger Bronzer sein, um das zu mischen. Das gebe ich alles auf den Handrücken und nehme einen Foundation Pinsel 110 von Zoeva und mische das. Ich würde immer in Etappen arbeiten, nicht zu viel Produkt aufgeben. Also somit habe ich eine schöne Abdeckung und gleichzeitig einen Glow. Einen richtig schönen Sommerglow und gehe auch hier über die Augen, die Augenlider. Diese Foundation, diese Vita Lumière Aqua, das sagt ja schon der Name, die ist sehr erfrischend, die ist leicht deckend. So, es hat irgendwie diesen ganz tollen Geruch, dieses Bonjour. Ist auch wahnsinnig ergiebig. Ich meine, ich habe das noch vom letzten Jahr. Diese Produkte kann man ja bis zu 24 Monate aufheben. Und guckt mal, was ihr noch so habt. Nicht alles neu kaufen, obwohl es natürlich verführerisch ist, ne? Sich alles neu zu kaufen. Gut, ich könnte jetzt mit dem Concealer das hier noch abdecken, das ist ein Mückenstich, mache ich aber nicht. Ich möchte nicht so viel Produkt im Sommer oder bei der Wärme, auch wenn jetzt keine 40 Grad mehr sind, aber es ist ja Sommer, es ist warm, möchte ich jetzt nicht unbedingt auf der Haut haben und ihr vielleicht auch nicht. So, und jetzt mache ich mal ein Experiment. Ich benutze diesen flüssigen Bronzer und gebe den mir dann habe ich jetzt den Pinsel, gebe den mir aufs Augenlid.
ruhig bis zur Augenbraue hin. Das ist hier eine Augenbrauenmascara von Ne Milano. Jetzt fülle ich die ein bisschen auf. Hier hinten ist immer ein bisschen weniger. So, und jetzt kommt der zum Einsatz. In Goldton, das ist dieser Age Perfect Vibrant Beige Gold. Diese tollen, creamy Eyeshadows, die sich nicht absetzen. Und es ist nicht so ein kreischendes Gold, es ist ein sehr schönes, verhaltenes Gold. Geht ruhig bis in den Augenwinkel. Also, die Ladies, die den kennen, diesen Lidschatten, sind eigentlich alle begeistert. Ihr habt es mir auch geschrieben und man hört es auch so, das ist nicht nur auf YouTube, dass eigentlich alle von diesen Eyeshadows sehr angetan sind. Geht ganz toll, mit dem Finger aufzutragen, relativ zügig arbeiten, weil der schnell antrocknet. In die Lidfalte, das ist eine ganz alte Palette von Smashbox, gebe ich jetzt diesen dunkleren Ton, um das hier ein wenig nochmal zu verstärken. Dass es nach hinten tritt, die Lidfalte. Immer schön die Bananentechnik verblenden, verblenden, verblenden. Das ist, die habe ich jetzt auch schon seit Ende des letzten Jahres, ist die von der Claudia Schiffer. Die mag ich eigentlich richtig gerne, weil das Bürstchen so toll ist. Man kann also, wenn man jetzt nicht so voluminöse Wimpern hat, kann man da sehr gezielt schön mit vorgehen. Glow Mon Amour, ich schüttel den mal, der war lange nicht im Einsatz. Und da braucht man auch nur, also ganz wenig. Jetzt nehme ich den gleichen Pinsel, obwohl, nee, ich. Seht ihr das? Das ist der Wahnsinn, das ist der pure Wahnsinn. Wie schön der sich verteilen lässt, was man da für einen tollen Glow bekommt. Ganz dezent. Ich gehe mal noch ganz gerne mit dem Pinsel noch mal drüber. Drüber. Man kann jetzt noch auf der Nase einen Highlighter aufgeben. Unter dem braunen Bogen, ein bisschen hier, das macht sich immer schön, oberhalb des Lippenherzes, Nasenrücken, ihr seht, ich mache relativ viel mit dem Finger, das kann man auch noch ein bisschen, das ist alles ein Tropfen, oder ich mache ein Tropfen. So, und ich sehe, dass hier mein Nagellack verrammelt ist, weil ich, den habe ich vorhin aufgetragen. Das ist immer klasse. Oh Mann, die Nagellacke. So. Zu guter Letzt möchte ich mir noch ein bisschen Rouge aufgeben. Das ist dieses Melon Dollar Baby, auch L'Oreal, der so wunderbar nach Sommer riecht. Ich nenne es jetzt auch Melon, Watermelon Glowy Make-up. So. Die Augen sind jetzt, also sind relativ dezent geschminkt und
Das heißt, man kann jetzt den Fokus auf die Lippen setzen. Und da habe ich einen tollen Lippenstift entdeckt von der Farbe. Ich kenne ihn nicht. Ich probiere ihn mit euch aus. Und zwar ist das von Maybelline. Der nennt sich Plumper Please. Also so ein Duo ist das. Das ist ein Lip Liner, der relativ breit ist für einen Lip Liner. Und das hat für mich so eine Wassermelonenfarbe und ein Gloss. Den Lip Liner gibt man auf die ganzen Lippen auf. Also nicht nur die Linie. Also zaubert in einem Rutsch voluminöse Lippen. Ja, ist erstmal matt. Eine tolle Farbe. Die kosten, glaube ich, 7,95 Euro und gibt es in richtig vielen Farben. So, und jetzt kommt's. Die zweite Seite. Das riecht irgendwie, weiß ich nicht, nach Minze. Oh. Da muss man sehr vorsichtig sein. Yes, yes. So, jetzt ist er fertig, der Look. Dieser Plumper Duo Please hat einen ganz frischen, so ein bitzelndes Gefühl hinterlässt, das so minzig. Ich finde, das ist eine Mega-Farbe und ist auch irgendwie so ein tolles Gefühl auf den Lippen. Ja, ich bin recht zufrieden damit. Das ist ein Look, der jetzt gerade für den Sommer bestens geeignet ist. Wenn ihr jetzt nicht so viel Tamtam und Shishi machen wollt und zum Beispiel in den Urlaub fahrt und nicht so viele Produkte mitnehmen möchtet, also mit so einem flüssigen Bronzer kann man eine Menge machen. Also zum Beispiel mit einer helleren Foundation mischen. Ihr habt bestimmt noch eine hellere Foundation und seid vielleicht jetzt schon ein bisschen angebräunt, also nicht gegrillt, angebräunt. Und da ist so eine Mischung gar nicht schlecht. Ne, man muss nur so ein bisschen mal schauen, was man alles so hat zu Hause und kann dann doch eine Menge so variieren und kombinieren. Ja, und nochmal, ich kann wirklich diese Age Perfect, diese mega geilen Lidschatten euch wirklich wärmstens empfehlen. Und nicht erst ab, ich meine, Age Perfect, das wird ja beworben, so ab 50 plus, das können auch jüngere Frauen nehmen. Also, und die liegen ganz toll auf dem Augenlid und da verrutscht nichts und da verschmiert nichts und das hält und ihr kriegt das auch wunderbar ab mit einem ganz normalen Augen-Make-up-Entferner. So ihr Lieben, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch gefällt der Look. Also mir gefällt er gut, ich fühle mich prima und schön, dass ihr dabei wart. Für die Ladies, die neu auf meinem Kanal sind, ich würde mich freuen, wenn ihr mir kostenlos ein Abo dalasst. Ihr könnt auch gerne die Glocke aktivieren, um keins meiner Videos zu verpassen. Ich wünsche euch wie immer einen wundervollen Tag, seid besonders gut zu euch und bis bald. Tschüss!